Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2 mit Big Pauli. Ja, ich habe gesagt beim letzten Mal, wir fangen jetzt mit der ersten Agenturmission an und das machen wir jetzt auch. Ich suche Ken Pang. Sloth Demon hat gesagt, sie wüssten, wo er ist. Ken Pang. Ja, den kenne ich, aber dich kenne ich nicht. Ah, ja, Ken Pang. Jetzt fällt's mir wieder ein. Er hat wegen seiner Spielschulden ziemlich große Probleme. Ich habe gehört, die wollen ihn wohl umlegen. Ich würd's mal in der alten Lagerhaus-Spielhölle in der Wüste versuchen. Wenn du dich beeilst, lebt er vielleicht noch. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Beim aktuellen Kurs eures Panautalers wäre es teurer gewesen, dich zu erschießen. Kluger Junge. Agenturmission gestartet. Der weiße Tiger. Hör zu, Scorpio. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Wir müssen Ken Pang am Leben halten. Betrachte es als geschäftlichen Bonus. Ja. Selbstverständlich. Es ist noch zu früh. Wenn der Türsteher der Opiumhöhle recht hat, bringen Sie Pang bald in den Hof, um ihn zu ermorden. Bereite alles vor, indem du die Wachen tötest. Und lock dann die zockenden Gangster nach draußen. So. Scheißdreck. Okay, vorrücken, wir haben ihn. Sie müssen jetzt nur ein wenig beruhigt werden. Schnapp dir das Walkie-Talkie und lock sie nach draußen. Welches? Ah, das da hinten. Ich habe Schüsse gehört. Können wir mit der Hinrichtung weitermachen? Es gab nur ein kleines Problem. Aber alles ist bestens. Gut. Ich kann's kaum erwarten, diesen Wurm einzugraben. Nein, wir kommen jetzt raus. Nicht. Bitte. Ich zahle alles zurück. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du unser Geld verschleudert hast. Nein, bitte. Ich bring das wieder in Ordnung. Bitte tun Sie das nicht. Schalte als erstes den Henker aus. Jetzt trennen sich unsere Wege, alter Freund. Sie fahren für ihre Sünden zur Hölle. Und ich traure um das Geld, das sie mich gekostet haben. Bitte, lassen Sie mich frei! Aber, jetzt flennen Sie doch nicht rum. Dreckskerl! Ja? Bitte, Mister, bringen Sie mich raus hier. Kommen Sie schon, die werden mich töten. Ja doch, Pang. Bitte, Mister, Hilfe! Ja doch, ich bring die ja schon um. Verpisst euch alle! Verschwinden wir von hier, bitte! Pang, du solltest vielleicht nicht immer in deren Schussrichtung laufen. Die kann ich nämlich ganz leicht umlegen.
Danke. Danke. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich bin nicht wegen dir hier, du Wurm. Ich suche nach dem weißen Tiger. Okay, okay. Ich bringe Sie zu ihm. Schnappen Sie sich ein Motorrad und folgen Sie mir. Das kann ich. Bleiben Sie dran. Der weiße Tiger wartet nicht gern. Jo. Und der weiße Tiger ist zufälligerweise mein Lieblingscharakter aus der Reihe. Ein Hinterhalt! Verdammt, noch mehr von denen! Wir sind erledigt! Ach was! Ich dachte schon, das war's. Los, gehen wir zu dem Versteck. Gehen? Oh. Da ist noch ein Motorrad. Sehr gut. Mit dem Motorrad durch die Wüste. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, als mit dem Transporter über das Eis zu fahren. Amerikaner, wissen Sie? Aber er ist ein guter Mann. Jedes Mal, wenn ich alles verspielt hatte, hat er mir geholfen, damit ich ihn weiter mit Infos versorgen konnte. Ha, dafür bin ich dankbar. Ich hoffe, Sie tun ihm nichts, wenn Sie ihn treffen. Ich wünschte nur, ich hätte ihn nicht so enttäuscht. Ach, jeder macht mal Fehler, Pan. Soldaten, Ihnen ist klar, dass ich gesucht werde, oder? Du gehst nirgends hin, bis du mich zum weißen Tiger gebracht hast. Wenn die Soldaten Sie nicht getötet haben, sind Sie abgehauen. Vielleicht finden Sie eine Spur. Diese Leute lassen immer irgendwas zurück. Es kam gerade was über Militärfunk rein. Sie haben einen Datenspeicher geortet, den der weiße Tiger für dich hinterlassen haben könnte. Du solltest ihn dir holen, bevor er ihn lesen kann. Pass gut auf dich auf. Ich hoffe, es ist endlich mal was Nützliches. Colonel. Ich hasse Colonel. Toter Briefkasten. Agenturstandard. Schräg. Ich schieb sie mal rein. Was, Amigo? Ich bin's, Onkel Sheldon. Hast du den toten Briefkasten endlich gefunden? Das Ortungssystem deines PDAs führt dich zum neuen Versteck. Ich habe einen Sender auf deine Frequenz eingestellt, Hombre. Also schwing deinen Arsch hierher, dann erzähl ich dir alles. Over and out. Sieht aus, als wäre alles klar. Ich folge dem Signal und finde Sheldon. Ach ja, der gute alte Sheldon. Wir haben Sichtkontakt. Erbitte Verstärkung. Ein Helikopter. Das ist dann wohl meiner. Jo. Wie war, wie war. Zieht euch, das ist meiner. Pech für dich, Compadre. Der gute alte Sheldon, der baut immer noch nur die ganze Zeit Scheiße, während ich die ganze Arbeit mache.
Ich liebe den Typen einfach. Wer sich das Let's Play zum ersten Teil angesehen hat, der weiß das. Da. Nicht gut. Gar nicht gut. Schön, dass du vorbeischaust, Kumpel. Sheldon? Mann, wo sind nur meine Manieren? Ein paar meiner Jungs übertreiben es ein bisschen mit der Lyncherei. Au! Nachdem wir das jetzt geklärt hätten, ist dir klar, dass ich dich beinahe getötet hätte. Schau mal, wie der brutzelt, Rico. Wie das Fett raustrieft. Ja. Ich hab ihn genau da, wo ich es will. Genau wie dich damals. Worauf willst du hinaus? Auf Sloth Demon, Kleiner. Komm schon, Rico. Das war ich. Ich hab mit dir gespielt wie mit dem berühmten Fisch an der Angel. Nimm's mir nicht übel. Sloth Demon. Tom Sheldon. Ein Anagramm. Du und deine blöden Wortspiele. Hossa nochmal! Regierungstruppen! Darf ich mir die ausleihen? Kann gar nicht schaden. Sheldon mit einem Sturmgewehr, ich mit einer MG. Okay, so sieht's aus. Präsident Panay plant irgendwas. Irgendwas, weshalb er sich von Uncle Sam abgewendet hat und woanders nach Schutz sucht. Ich musste undercover bleiben, sonst wäre ich jetzt tot. Aber die Bürohengste im Camp hatten Angst, ich hätte die Seiten gewechselt und dich auf mich angesetzt. Jo. Das ist in etwa alles, was passiert ist, Sheldon. Mach ich ja, aber du könntest auch mal ein paar Schüsse abfeuern. Hier ist eine fette Sau unterwegs, Kimosabe. Da sind einige dicke Fische mit im Spiel. Und das sind definitiv keine Einheimischen. Ja. Komm schon! Definitiv spielen hier die Weltmächte mit. Und das geht mir auf den Sack. Ich hasse es, die Spieler nicht zu kennen. Ich kenne das Gefühl, mein Freund. Komm mit, Rico. Machen wir diese Clowns fertig. Ja, würde ich gerne, wenn ich wüsste, wo es lang geht. Ach, da lang geht's. Wow, er hat gerade zum ersten Mal einen Schuss abgefeuert. Reiß hoch weg! Sammeln! Pumpe, ich bin der Kumpel!
Scheiße, das ist nicht gut. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Darum muss man auf Tom warten. Oder würde ich ihn gerne nennen, Sheldon. Auch wenn er nichts mit Sheldon Cooper zu tun hat. Wobei er genauso lustig ist. Mindestens. Blute, Arschloch, blute! Na los, jetzt mach schon! Ja, du kannst ja die Minigun nehmen, wenn du unbedingt willst. Renn mir nicht vor die Minigun, du bist innerhalb von einer Sekunde tot, wenn du da vorrennst. Ach ne, der hat gar kein Sturmgewehr, der hat eine Schrotflinte. Kein Wunder, dass der Typ so schwach ist. Ich war wohl nicht der Einzige, der dich gesucht hat. Ja, sieht fast so aus, als hätte Baby Panay mich am Arsch. Aber meine Tarnung als weißer Tiger war wasserdicht. Also hat den Typen irgendwer einen Tipp gegeben. Jade Tan? Ah, die arbeitet für uns. Wusstest du das nicht? Ich dachte, sie steht auf meine inneren Werte. Also, wer dann? Ich tippe auf den Schweden. Er ist der Einzige, der wusste, dass ich den weißen Tiger spiele. Carl Blaine. Er ist verschwunden. Und zwar spurlos. Ach ja? Hey, gib mir mal dein PDA. Mann, Rico. Er hat angeboten, ein paar Infos runterzuladen, hä? Oh. Und hat das Ding verwanzt? Ja, hat wohl ein paar Tricks von uns abgeschaut. Und dann, als ihn die Regierung geschnappt hat? Hat bestimmt gesungen, als sie ihm seinen Schnaps weggenommen haben. Da! Okay, wenn wir wieder mal grillen, dann ohne irgendwelche Störenfriede von der Regierung. Rico, mein Freund, du musst tun, was du immer getan hast. Für Chaos sorgen. Deine Gangsterfreunde arbeiten garantiert mit diesen unbekannten Strolchen zusammen. Also musst du das auch tun. Bald fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Dann wissen wir, wer hinter all dem steckt. Ich? Ich häng meinen Job als weißer Tiger an den Nagel. Sein Job hier ist erledigt. Verhörzimmer Wajarama Festung. Agenturmission abgeschlossen. Der weiße Tiger. Nächste Agenturmission. Ich muss wohl weiter die Drecksarbeit der Banden erledigen, um rauszufinden, wer ihre internationalen Hintermänner sind.
Das ist nicht nötig. Ich schaue jetzt nach auf der Karte, wo die Agenturmission ist. Da oben. Pulau Kaiz. Dann lasse ich mich da einfach hinbringen. Wie kann ich dir helfen, Hombre? Tja, Sheldon, du kannst mir mit einer Exfiltration zu dem Hafen da oben helfen. Das ist eine ganz schön lange Strecke. Ich fliege immer gerne mit Air Sheldon. Der Panautaler. Das ist ihre Währung. Wenn wir rausfinden wollen, warum diese hohen Tiere hier sind, musst du machen, was du bis jetzt auch gemacht hast. Chaos heißt das Zauberwort. Schüttel den Baum, bis alle Äpfel runterfallen. Dann backen wir Anke Sam eine leckere Panautorte. Mann, Rico, wir sind da an einer großen Sache dran. Hossa, Kleiner. Wie in guten alten Zeiten. Los geht's. Kane, Sheldon, was liegt an? Schön, dass ihr beiden geschniegelt und gestriegelt seid. Die Agentur kennt jetzt alle schmutzigen Details, Kleiner. Es ist vorbei. Richtig. Außerdem gibt es Wichtigeres. Erinnerst du dich an Jade Tan? War klar, dass die wieder auftauchen. Tja, Blaine hat sie auch verkauft. Die Geheimpolizei hat sie verhaftet, als sie die Gegenwart ausländischer Geheimdienste auf Panau untersucht hat. Nach allem, was wir über dieses Regime wissen, werden sie foltern, ohne Fragen zu stellen. Wir müssen sie finden. Schnell. Beim Foltern sind die Jungs ganz weit vorne. Hossa, sieh dir diesen Vogel an. Hast das Equipment der Agentur sicher schon vermisst. Rico, alter Freund, er gehört dir. Ja, Pandak Panay ist halt ein Arschloch. Agenturmission gestartet. Bergrettung. Na dann. Auf zum Stützpunkt, auf dem Jade gefangen gehalten wird. Dieser verdammte Schwede hat einfach kein Rückgrat. Er hatte nichts Besseres zu tun, als Tan zu verpfeifen. Und sie ist nicht nur hübsch, Rico. Sie hat auch Köpfchen. Bei unserem letzten Kontakt war ihr bereits klar, was Panay plant und wer hinter all dem hier steckt. Wir brauchen sie dringend. Glaubst du nicht, dass sie schon tot ist? Nicht bevor sie die Daumenschrauben anlegen. Du musst zu der Anlage, in der sie Tan festhalten. Stifte dort ein möglichst großes Chaos. Das müsste sie raustreiben. Denk dran, dein PDE zu checken, wenn du mal nicht weiter weißt. Okidokiloki. Im Chaos stiften bin ich Meister. Naja, Discord ist Meister des Chaos. Ich bin auf Platz 2. Alle Mann auf ihre Posten! Ein
Ja. Entweder seid ihr blind auf beiden Augen oder einfach nur dämlich. Okay, da wären wir. Du musst jetzt so viel Schaden wie möglich anrichten. Mach ihn richtig Druck. Los, raus! Wir haben Flugabwehr im Nacken. Rakete fliegt! Die haben fette Geschütze, Rico. Also aufpassen! Alle Mann hinlegen! Jetzt muss ich mich daran erinnern, wie man die Entlüftungsstation kaputt macht. Ah, richtig. Erstmal geht man da unten rein. Und dann schmeißt man ein C4 darauf. Und dann... Boom. Okay, da C4 anscheinend nicht ausreicht, versuchen wir es mal mit einer Splittergranate. Ja, das dürfte jetzt ausgereicht haben. Ja, das war mir schon klar. Erst hier! Die hatten, glaube ich, auch irgendwo Automatikgeschütze hier. Und zünden. Okay, es klappt. Ich habe da ein paar Funksprüche abgefangen. Sie wollen den Stützpunkt mit G verlassen. Wenn du die Zerstörung fortsetzt, kriegen wir sie noch, amigo. Vorsicht, in Deckung! Wir haben ihn vertrieben! Okay, dann werde ich auch noch die letzte Entlüftungsanlage zerstören. Das hättet ihr wohl gerne, dass ihr mich vertrieben habt. Was? Aber ich bringe euch jetzt alle um. Zumindest die, bei denen es nötig ist.
feuerfreie Schussfeld! In Deckung! Jetzt sehe ich ihn! Er will sich verstecken! Ha, wir haben ihn vertrieben! Oh, warum? So. Ein Rüstungsteil, sehr schön. Natürlich. Oha, meine MG hat kaum noch Munition. Granaten und ein bisschen Heilzeug. Ja, ein Gang. Hier und nicht weiter. Sprechen Sie ein letztes Gebet und sterben Sie durch die Hand meiner Ninja. Ich hasse Ninjas. Das sind nicht irgendwelche Ninjas, das sind bewaffnete Ninjas. Sie ist nicht hier! Ja, ich habe schon zur MP gewechselt. Nimm deine dreckigen Finger weg! Atom-U-Boot. Ja, die sind wahnsinnig. Alle verfügbaren Einheiten vorrücken!
unterwegs, um euch beide abzuholen. Schnappt ihr einfach Ten, damit wir euch mal eben ganz schnell gemeinsam einsammeln können. Sobald du sie hast... Ja, ich lass dich gar nicht erst ausreden, ich hab sie. Hey, falls ihr beiden nicht kugelsicher seid, solltet ihr schleunigst abhauen. Na kommt schon! Das war auf den allerletzten Drücker. Agenturschiff. Danke, dass ihr gekommen seid, Jungs. Ihr habt mir den Arsch gerettet. Ja. War jede Kugel wert. Jetzt wissen wir, wer in diesem Syndikatstheater die Fäden zieht. Stimmt. Im Moment gibt es 3 Puppenspieler, die in Panau die Strippen ziehen wollen. Alle Daten sind auf deinem PDA, Rico. Jade erklärt dir alles Weitere. Schön, das zu hören. Zuerst hätten wir da Alexander Mirkov, ehemaliger sowjetischer Agent. Er ist ein Killer mit Verbindung zu sämtlichen Kriminellen im neuen Russland. Ob er für Moskau oder auf eigene Rechnung arbeitet, tja, das ist die große Preisfrage. Oh, fest steht nur, dass er eng mit den Roaches zusammenarbeitet. Weil beide auf chinesische Anzüge und fette Klunker stehen? Nummer 2 ist ein chinesischer Sadist, Zhang San. Ehemaliger Chef des militärischen Geheimdienstes. Das moderne China hält Kerle wie Zhang gerne unter Verschluss, aber verfügbar. Seinen maoistischen Revolutionsparolen stoßen vor allem bei den Reapers auf offene Ohren. Das Gefährlichste ist ein durchgeknallter Ideologe. Ein Kommunist mit Unterweltkontakten. Aber ich gehe davon aus, dass das Beste noch kommt. Richtig. Dieser Ex-General ist alles andere als ein Heiliger. Sein Name ist Masao Washio. Er wurde aus der japanischen Armee entlassen, weil er seine eigenen Männer gefoltert hatte. Sein Motto lautet angeblich, Schmerzen sind gut, aber der Tod ist besser. Er wird von einigen neokonservativen Industriellen unterstützt und arbeitet mit den Ula-Boys zusammen. Und die sind von diesem Irren ziemlich beeindruckt. Mann, das sind ja alles totale Psychopathen. Kann man wohl sagen. Aber was hat eine kleine Insel wie Panao ihnen zu bieten? Sie wollen Baby Panay stürzen und an seiner Stelle eine Marionette installieren. Warum? Wissen wir nicht. Jedenfalls muss es um ziemlich viel gehen. Das sind schließlich keine kleinen Fische. Stimmt. Und weißt du was, Rico? Du wirst die Kerle aus ihrem Versteck locken. Aber verwende zum Ausräuchern keine Grillkohle. Will jemand ein Steak? Ich liebe Sheldon einfach, der ist einfach nur geil. Und? Was machen Sie jetzt? Meine Spezialität. Ich sorge für ein bisschen Verwirrung und treibe die bösen Jungs aus ihrem kleinen Versteck. Aber riskieren Sie bitte nicht wieder Kopf und Kragen. Ich werde tun, was ich kann. Vielleicht können Sie mir ja ein paar Tipps geben. Vorsicht, Mister. Und die Agenturmission Bergrettung ist abgeschlossen. Oh je, ich bin schon wieder 6 Minuten über der eigentlichen Länge. Oh Scorpio, ich bin von giftigen Schlangen. Neue Agenturmission freigeschaltet. Was sagtest du da gerade von giftigen Schlangen? Umgeben. Das hier kann ich nur Ihnen anvertrauen. Ich übermittle Ihnen jetzt einige wichtige Dateien. Sie verraten unserem chinesischen Freund, wo seine russischen und japanischen Konkurrenten stecken. Um rauszufinden, wo sich die großen Fische verstecken, muss ich weiter für die Banden arbeiten. Volltreffer! Das ist Musik in meinen Ohren! Bring diese Dateien her, aber pronto! Könnte ein Hauptgewinn sein! Jo! Jetzt! Mache ich aber erstmal an dieser Stelle einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.